Und deswegen gehen wir nochmal zurück auf diesen Punkt, auf die Bildung. Was kann man machen? Das erste Institut, das der Prophet in Medina aufgebaut hat, war was? Wie hieß das? Dar al-Arkam ibn Abi al-Arkam, das Haus von al-Arkam. Da haben sich die Sahaba getroffen, um Wissen zu erlangen. Das erste Institut, das er in Medina gebaut hat, war Masjid al-Nabawi. Das war nicht nur eine Moschee gewesen, ja, wo man hingeht und halal geschlachtetes Fleisch kaufen kann. War kein Supermarkt oder ein Restaurant mit Gebetsraum. Weil heute viele Moscheen, die sind mehr Restaurant mit Gebetsraum. Ja? Sondern das war ein Lehrinstitut, das war etwas, wo man lernen konnte. Aber jetzt werdet ihr sagen, ja, wo haben wir die Möglichkeiten zu lernen? Und ich sage euch, Allah sagt im Koran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّمْ سُبُرُنَا. Ich zitiere habe, letzte Seite von Surah Al-Ankabut, die 29. Surah. Ja? Und diejenigen, die sich auf unserem Weg bemühen, den werden wir unsere Wege zeigen. Das heißt, bemühe dich und du wirst was verändern. Bemühe dich, versuch etwas zu tun und trefft euch in euren Wohnungen. Heute gibt es Wissen überall im Internet. Macht eine Gruppe mit Schwestern, trefft euch mit 10, 20 Schwestern in einer Wohnung und macht dort einen Unterricht. Trefft euch mit 10, 20 Brüdern in der Wohnung und trefft euch, schaut euch gemeinsam Unterrichte an. Ja? Und auf diese Art und Weise könnt ihr immer jemanden mitnehmen. Aber wenn ihr könnt, dann versucht, die Moscheen zu beeinflussen. Versucht, Institute zu gründen. Meine Frage, warum gibt es in England 150 islamische Schulen? Und warum kenne ich in Deutschland eine einzige islamische Schule? Ich sage, ich kenne, weil es könnte ja sein, dass es mehr gibt. Aber ich habe mich, warum ist das so? Meine Frage. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, die verantwortlichen Muslime haben versagt. Möglichkeit Nummer zwei, die Regierung, mit der man darüber diskutiert, die will nicht. So. Sollte das daran liegen, dass die Muslime versagt haben, dann müssen die das mal zugeben, dann müssen sie mal langsam sich bewegen. Sollte es daran liegen, dass die Regierung diejenige ist, die daran schuld ist, dann muss man sich fragen, ob es sich lohnt, sich immer mit irgendwelchen Leuten zum interreligiösen Dialog zusammenzusetzen. Ja? Lügst du mich an, lüge ich dich an, Friede, Freude, Eierkuchen, Hauptsache wir fühlen uns gut. Ja, muss man sich die Frage stellen. Warum ist das in England möglich, warum ist das in Deutschland nicht möglich? Warum gibt es in Holland, habe ich gehört, 50 islamische Schulen, in so einem kleinen Land, das kleiner ist von der Bevölkerungsanzahl her als Nordrhein-Westfalen? Und warum gibt es in Deutschland eine islamische Schule? Warum? Weil wir uns nicht dafür einsetzen. Weil man den Mund aufmachen muss. Und sich alles gefallen lassen muss. Das fängt schon in der Schule an. Ja? Das fängt schon in der Schule an. Ja, St. Martin, Ritter, Schnee und Wind. Ja? Weihnachtslieder, St. Martinslieder etc. Warum kann man nicht zusammenkommen? Warum? Weil immer wieder kommt, ja, aber da haben wir doch den Muslim XY, der macht doch auch bei allem mit. Da haben wir doch die so und so, die macht doch auch mit, die ist doch auch mit am Schwimmen. Deswegen können wir nichts bewegen. Aber doch, wir können was bewegen, aber deswegen wurde nichts bewegt, aber deswegen muss man anfangen, liebe Geschwister. Deswegen muss man anfangen. Und ich sage euch, haltet an dieser Religion fest, seid stolz für diesen Weg, inshallah. Das ist eine ganz wichtige Sache, die ich euch mitgeben will. Seid, gehört zu denjenigen, die was verändern. Aber wie könnt ihr was verändern? Indem ihr erst bei euch anfangt. Aber bei euch anfangen heißt nicht, wie einige das verstehen, ja alles klar, ich warte erstmal 10 Jahre und setze mich zu Hause hin und warte dann, bis irgendwann der Sieg vom Himmel fällt. Ja, wir sind ja am Lernen. Mal sehen, ist schon... Ah, nee, Sieg ist noch nicht vom Himmel gefallen. Dann müssen wir noch andere noch 20 Jahre weiter warten. Man muss was tun. Alhamdulillah.